einmal Kot natürlich. Sesam öffne dich. So voll. Zauberermäßig. Ja, hier bitte, kommt rein. Der Bus. Die unterste Etage. Was soll ich euch zeigen? Ja, hier hängen wir dann meistens so ab nach dem Konzert. Lassen uns von Mino, unserem Busfahrer, in die nächste Stadt kutschieren. Trinken so das ein oder andere Bier, ne? Wie man es schwer erkennen kann. Hier sind unsere Reserven. Ja, hier lachen wir, weinen wir, gucken Fernsehen. Ne? Immer auf sehr hohem Niveau, wie man natürlich sehen kann. Ne? Bei uns laufen nur Dokumentationen und NTV natürlich den ganzen Tag. So eine kleine Kaffeeküche, Kaffeemaschine, essentiell wichtig, wobei ich natürlich, dekadent wie ich bin, noch eine eigene Kaffeemaschine dabei habe. Die zeige ich euch später. Ja, hier das Fahrerlager. Ist ja nicht so schwer aufgeräumt heutzutage bei so Bussen. Hier darf dann auch mal geraucht werden, das ist eigentlich ein Nichtraucherbus. Wer quarzen will, muss dann irgendwie hier bei offenem Fenster, ne, rauchen. Ja, schöner Bus, ne? Okay, wollen wir nach oben gehen? Unsere Toilette ist auf jeden Fall ein Blick wert. Schaut euch das mal an. Ne? Mit Aquarium. Wir gehen hier das Licht an. Nicht schlecht, ne? Ausdrückliches Scheißverbot. Es darf nur uriniert werden. Und Urin darf auch nicht riechen. Deswegen gibt es ja auch keine Spargelauftour. Soll ich mal vorgehen? So. Kommen wir in die Abteilung schnarchende Schlagzeuger. Die müssen immer ganz am Ende des Busses pennen. Also möglichst weit weg von mir, weil JC sehr laut und sehr viel schnarcht. Und das geht bei mir gar nicht. Hier kann er den Busfahrer anschreien. Hier können wir auch zum Beispiel sehr schön unsere Lichtshow verändern. Ja, das klappt jetzt halt doch wieder irgendwie nicht. Aber dann zeige ich euch das mal in meiner Kabine. Ich habe nämlich voll assi so ein richtig geiles eigenes Doppelbett. Okay, schnarchende Schlagzeuger, Michael Meinks. So, hier schläft der Rest meiner Band. Henning hier, da wo die vielen Bücher sind. Henning liest nämlich gerne und unheimlich viel. Tierisch schlauert. Und das ist Dirk. Der trinkt unheimlich viel und ist ziemlich gut drauf. Aber man sieht ja keine Flaschen da, gar nichts. Alles sauber. Vino hat wieder alles hier sauber gemacht. Okay, bei mir sieht es jetzt ein bisschen wüst aus, ja, weil ich gerade gerade unterwegs war und gerade wieder zurückgekommen bin. Ja? Also ich räume hier gerade so ein klein bisschen auf. Hier habe ich eine kleine Couch, eine ganze Klamotten und so. Ihr wisst ja, ich brauche immer ein paar mehr Klamotten als alle anderen. Da waren wir einkaufen. Gitarre zum Warmspielen. Hier, eigene Kaffeemaschine. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich ohne 3 Tassen Kaffee getrunken zu haben, überhaupt gar nicht unter Menschen gehen kann. Das ist eine Unmöglichkeit. Ich bin nicht zu ertragen, sehe furchtbar aus, wie explodiert und auch bin auch gar nicht fähig, irgendwie Sätze zu bilden. Unmöglich. Also 3 Kaffee und dann fange ich hier an rauszugehen. Kleinen eigenen Kühlschrank habe ich, meine Tagesbox mit so allen möglichen elektronischen Utensilien, die mache ich jetzt nicht auf, ne? Da ist halt so alles, was ich so für Laptop und mein ganzes Kabelgedöns für alle Eventualitäten sozusagen elektronisch gerüstet. Fernseher, ne? Jetzt mache ich hier Lightshow, Achtung. Das klappt aber alles irgendwie. Ah doch, jetzt geht's. Und? So, also wenn meine Freundin zu Besuch kommt, dann ist natürlich hier die 3 angepfiffen. Und, ja gut, für die Kamera ist vielleicht jetzt mal hier, mache ich mal wieder ein bisschen weiß, ne? Selbst
Dazu bin ich nicht in der Lage. Ja, schön, oder? Ein ganz schön dekadent, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine kleine Überraschung. Ich dachte eigentlich, ich würde in etwa eine Kabine haben, die so groß ist wie hier bis hierhin. Dass ich jetzt hier so ein feudales Reich habe, das war sozusagen, ja, eine echte Überraschung für mich und eine ganz große Freude. Ich bin voll happy hier und brauche eigentlich fast gar kein Hotel mehr zwischendurch, ne? Das Einzige, was fehlt, ist ein Scheißhaus. Ja, wenn du nachts runter musst, eklig. Aber gut, was soll's, ne? Ja, okay, ich glaube, das war's, oder?